Heute geht es um Licht, ein Beleuchtungssystem von der Firma NEWE. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. NEEWER ist ein chinesischer Laden. Von denen kaufe ich eigentlich recht häufig die Produkte. Da habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit Licht. Also mein komplettes Beleuchtungssystem ist auf NEWE umgestellt. Das sind große LED-Panels, die wenig Strom verbrauchen. Und in dem Fall, die stelle ich aber nochmal in einem extra Video vor, 1320 Birnchen haben, wobei sich das dann bei denen immer aufteilt in Gelb und Weiß. Und da geht es heute einmal um eine kleine Ausführung. Die hat nur 144 Birnchen. Das ist die T120, heißt das Modell, LED Photography Light von NEWE. Und darum soll es beim heutigen Video gehen. Hallo, ich bin Joe Dominguez. Willkommen zu einem weiteren Technik-Review auf meinem Kanal. Worum es im Video heute geht, zurück zum Thema, ist also wie gesagt das hier, 144 LEDs in zwei Farben, also jeweils 72, richtig, in Weiß und Gelb, wobei das wie bei den großen auch gesteuert wird, wie viel Gelb, wie viel Weiß, und dadurch steuert man die Farbtemperatur. Während das bei den großen in zwei Knöpfe unterteilt ist, ist das hier in einen Knopf unterteilt, indem man die Farbtemperatur steuert, und der zweite ist für die Leistung, also für die Helligkeit. Hier wird das pro Farbe, Weiß oder Gelb, mit jeweils einem Knopf gesteuert. Hier ist es halt ein anderes Konzept, aber das ist egal. Was mir hier gut gefällt, also zunächst mal ist das Ding recht leicht. Das wiegt 310 Gramm ohne Akku und 410 Gramm mit Akku. Zu den Akkus komme ich gleich, die stelle ich auch gleich vor. Das sind nicht die von NEWE, ist ein anderes Produkt. Dafür war es auch günstiger. Die kann man mit Akku betreiben und mit Stromanschluss. Das hat mir besonders gut gefallen. Die großen übrigens auch. Die habe ich aber gerne am Strom. Und das Stromkabel passt übrigens auch hier dazu. Es wird kein Stromkabel mitgeliefert. Das Einzige, was im Lieferumfang enthalten ist, von dieser Kiste hier, ist die Lampe und hier dieser Anschluss für auf Kameras oder Videokameras, okay? Wir schauen uns das mal kurz im Detail an. Hier auf der Rückseite, ich blende das gleich nochmal in groß ein, da haben wir, wie gesagt, den An- und Ausschalter, den Netzanschluss, die beiden Regler für die Temperatur und die Helligkeit. Und hier oben, und das ist total cool, das haben nämlich die großen, teuren Lampen nicht, ist ein Display, das die Helligkeit und die Leistung und den Akkustand anzeigt. Okay, der Akku sitzt hier drauf. Das ist ein Standard-Akku, den man für verschiedene Sony-Geräte benutzen kann. Das wird in der Produktbeschreibung ganz genau detailliert beschrieben, welcher das sein muss und wofür der alles verwendet werden kann. Der sitzt stabil hier drin, da passiert nichts. Und hier ist ein Knopf zum Auslösen. Dann kann man den lösen. Und dann lässt er sich auch ganz leicht entnehmen. Okay? So sieht das aus. So sieht das ohne Akku aus. Da komme ich aber gleich nochmal dazu, weil ich habe nicht die originalen NEWE-Akkus gekauft. Okay. Wenn wir das jetzt nochmal anmachen. Moment. So. Okay. Schalten wir mal an. Da sehen wir schon, oh, Licht. Und das ist nicht viel aufgedreht, okay? Das ist ungefähr auf, ich würde sagen, ein Drittel. Ein Drittel an Farbtemperatur und ein Drittel an Helligkeit. Und er sagte ja auch 42%. Akkustand ist noch fast voll. Und es ist im Moment eingestellt auf 4140 Kelvin. Ja, macht ein schönes Licht. Ist auf jeden Fall zur Nahfotografie, zur Nahausleuchtung sehr praktisch, weil man es auch schön montieren kann auf die einzelnen Geräte, und man muss nicht immer das große Ding mitschleppen, weil die wiegen 2,2 Kilo. Hier das halt nur 410 Gramm. Es ist von den Abmaßen her ein bisschen größer, passt aber trotzdem wunderbar hier drauf. Er hat hier unten drunter den Stativanschluss, entweder, also ein Viertelzoll, Standardanschluss, entweder für diesen Mount hier, dass man es auf die Geräte setzen kann, oder aber auf ein normales Stativ mounten, wie hier zu sehen ist. Das geht also alles. So, dann nehmen wir das nochmal. Das haben wir gerade fest. Warte.
Das funktioniert einwandfrei. Übrigens kann man das dann auch neigen. Also hier kann man die Schraube lösen und dann lässt sich das hier mit diesem Kugelgelenk auch noch in alle möglichen Richtungen neigen. Bis zu einem gewissen Punkt. So. Das muss da so rein. Dann machen wir das hier zu. Okay, jetzt kommt das hier drauf. Und obwohl das groß aussieht und mit Akku 410 Gramm wiegt, ist es selbst auf dem Fotoapparat kein Problem. Also der lässt sich immer noch gut in der Hand halten zum Filmen und Fotografieren. So. Ein bisschen, oh, guck mal, das ist gerade. So, ist hübsch. Sieht groß aus, hält aber, ist auch nicht zu schwer. Also das lässt sich immer noch wunderbar in der Hand halten und mal durchgucken. Für ein Foto oder selbstverständlich auch auf dem Stativ für ein Video. Und hat hier die Option, sowohl mit Strom als auch mit Akku das zu machen. Auf die Akkus komme ich gleich zu sprechen, wie lange die dann halten. Jetzt hier bei, jetzt machen wir mal hell. Ja? So, das wäre dann die volle Lichtausbeute. Wie lange die Akkus dann durchhalten, weiß ich nicht. Das wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall bin ich damit sehr zufrieden. Die wird jetzt demnächst, im nächsten Video, zum ersten Mal eingesetzt. Das zeige ich dann. So. Okay. Ein ganz kurzes Wort zu den Akkus. Es gibt ein Set von Neer, diese Lampe mit einem Akku und einem Ladegerät. Ich habe die Lampe übrigens im Blitzangebot oder im Tagesangebot für 23, 24 Euro. Normalerweise kostet sie 33 Euro. Also muss man auch ein bisschen auf den Preis achten. Also für 23, 24 Euro wüsste ich nicht, was man dagegen sagen könnte. Gibt es ein Set von Neer mit einem Akku und Ladegerät für rund 45 Euro. Ich habe mich für ein anderes Set entschieden von DST. Wie heißen die? DSTE heißen die, auch ein Chinamann. Da kommt der Kram im Zweierpack, also das heißt zwei von diesen Akkus und ein Ladegerät. Das ist ganz klein und kompakt verpackt. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Da wird nicht viel Karton verschwendet. Das ist das Ladegerät und zwei Akkus, jeweils nochmal einzeln verpackt. Und es gibt sowohl einen normalen Netzstecker für das Ladegerät, das wäre dieser hier, als auch ein Adapter für den Zigarettenanzünder im Auto, falls man das mal im Auto laden möchte. Also das ist eine super Ausstattung und das hat zusammen 23 Euro oder was gekostet, 22,50 irgend sowas, keine Ahnung, nicht im Angebot, okay, Normalpreis. Und damit war das ein Ticken günstiger als das Set und es war ein zweiter Akku dabei, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Ich bin mit diesem Ding sehr zufrieden, kann damit wunderbar ausleuchten. Das nächste Projekt steht schon da, das ist ein Humvee von HG, der P408, den ich mir zugelegt habe. Und da geht es auch ein bisschen um die Details im Innern und so weiter. Und da kommt das Ding dann zum ersten Mal zum Einsatz, wenn es um die Ausleuchtung, um die Feinheiten geht. Alles klar, das werden wir uns dann ansehen im nächsten Video. Das war es auch schon für heute mit diesem kurzen Review der Neer Lampe T120. Die großen, die stelle ich nochmal in einem anderen Video vor, die sind auch sehr interessant. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, für euer Interesse und wünsche noch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Joe Dominguez Technik Reviews. Bis dann.